Sie haben das Bewerbungsverfahren durchlaufen, mussten entsprechende Probedirigate machen. Nun werden Sie in einem Jahr neuer Domkapellmeister. Wie sehr freuen Sie sich auf die neue Aufgabe? Ja, natürlich riesig. Also es ist eine große Freude und irgendwo auch unglaublich. Ne? Also ich bin von klein auf von diesem Dom beeindruckt und jetzt soll ich da Musik machen. Erzeugt irgendwo einen großen Respekt, aber mit den tollen Kolleginnen und Kollegen am Dom und auch so vielen Menschen, die mir jetzt schreiben und mir das zutrauen, also das muss schon gut werden. Sie haben es gesagt, Respekt, Ihr Vorgänger prägte die Dommusik fast 40 Jahre. Der Kölner Dom ist eine sehr große Kathedrale mit einer nicht ganz unproblematischen Akustik. Wie viel Respekt haben Sie denn konkret vor dieser Aufgabe? Also die Aufgabe selbst, auch mit dieser großen Leitungsfunktion, das ist natürlich super spannend. Jetzt habe ich in Leitungsfunktionen ja auch immer mal Erfahrung gesammelt in meiner bisherigen Berufslaufbahn und vor allem auch mit großen Akustiken. Also ich hatte ja schon sehr, sehr früh einen Job am Mainzer Dom als Vertretungsorganist und habe da mit der großen Orgelanlage und auch so einem großen Raum einfach, ja nicht täglich, aber doch sehr, sehr regelmäßig zu tun gehabt. Und dann auch in Wien habe ich am Stephansdom mal spielen dürfen. Also die großen Räume sind mir da nicht so unbekannt. Natürlich ist der Kölner Dom nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter. Also ich freue mich da riesig drauf. Ja, Sie haben es angesprochen, mit großen Räumen kennen Sie sich aus. Den Rhein kennen Sie auch sehr gut. Sie sind in Mainz geboren, haben auch dort studiert unter anderem, arbeiten jetzt in Düsseldorf. Jetzt geht es dann nach Köln in einem Jahr. Fühlen Sie sich als Rheinländer? Ich fand das sehr, sehr spannend, dass ich doch mit meiner Mainzer Mentalität im Rheinland irgendwie sehr, sehr gut klarkomme. Also von daher würde ich diese Frage doch sehr klar mit Ja beantworten. Ja, und Sie werden, wie gesagt, in einem Jahr dann den Knabenchor und den Kammerchor des Domes leiten, neben der Leitung der Dommusik natürlich. Wie wichtig ist es Ihnen denn, jungen Menschen das Singen zu vermitteln? Finde ich sehr, sehr wichtig. Unsere jungen Menschen sind unsere Zukunft, also gesellschaftlich, aber in dem Fall auch kulturell. Und das Singen ist ja quasi die ureigene Art, Musik zu machen und fordert Körper, fordert Geist, bildet Persönlichkeiten aus. Und ich selbst habe das ja auch immer erfahren, sei es solistisches Singen oder im Chor, es gibt einfach ein gutes Gefühl. Und das weiterzugeben, ist eine tolle Aufgabe. Sie haben es angesprochen, Sie haben natürlich auch schon viel Erfahrung als Chorleiter. Was ist denn so das Wichtigste, das Sie versuchen, Ihren Sängern mitzugeben? Also alles fußt irgendwie auf der Gesangstechnik. Darauf kann man aufbauen. Und natürlich im liturgischen Bereich, also im kirchlichen Rahmen, muss man sich für Liturgie begeistern. Und das habe ich irgendwie von klein auf auch so erfahren. Und dann zu vermitteln, was hinter dieser geistlichen Musik steckt, wieso schreibt der Komponist das und das bei diesem Wort oder so. Ja, natürlich eine gute Portion Gottvertrauen ist immer sehr, sehr wichtig und ein Gespür, dass jeder Einzelne wichtig ist für das Ganze. Und wenn dann junge Sänger Mut und Selbstvertrauen haben und erfahren, dass man mit Disziplin, Konzentration, aber auch eben dieser ureigenen Freude an der Musik Momente erschaffen kann, die alle begeistern, dann finde ich das sehr, sehr wichtig und auch das Tolle an dieser Aufgabe als Kirchenmusiker. Jetzt haben Sie eben schon es kurz angesprochen, Sie haben eine Mainzer Mentalität. Was hat Sie denn als Musiker, als Organist, als Sänger, als Chorleiter persönlich geprägt? Das fing natürlich schon in meinem Elternhaus an als kleiner Junge. Ich hatte alle musikalischen Möglichkeiten. Da wurde mir alles erlaubt. Ich durfte mein Instrument wählen. Meine Großmutter hat Orgel gespielt. Das hat mich fasziniert. Und so bin ich aufgewachsen. Zu Hause stand eine elektrische Orgel. Also ich hatte einfach Zugang zu Musik, so oft ich wollte. Und hatte dann auch sehr, sehr viel Glück mit den Lehrern kurz vor dem Studium und auch in den Professoren im Studium selbst, die mich da irgendwie gepackt haben. Und den Job am Mainzer Dom als Vertretungsorganist habe ich ja schon erwähnt. Und wenn man mal so Kathedralluft geschnuppert hat, glaube, das will man dann immer wieder haben. Und ja, wenn ich die berufliche Laufbahn von mir so angucke, da gab es immer tolle Kollegen, Chorsänger, aber auch Pfarrer, die mich künstlerisch, aber auch menschlich sehr, sehr geprägt und vor allem von denen ich auch sehr, sehr viel lernen durfte. Das eine ist ja das Musizieren in einem Konzertsaal, das ist natürlich auch wunderbar. Aber was reizt Sie denn persönlich am Musizieren in der Kirche, sei es als Organist oder als Chorleiter? Wir hatten es schon von den Räumen, also dass hier seit Jahrhunderten Menschen zusammengekommen sind und sich in ihrem Glauben inspirieren haben lassen. Und die ganzen Komponisten, die eben für diese Kirche ihren Glauben in Töne gefasst haben und keine Arbeit und Mühe gescheut haben. Und eben meine Aufgabe, die Menschen so zum Singen zu bringen, das ist
was mich an der Kirchenmusik begeistert, aber auch als Organist. Es geht nichts über ein einfühlsames Orgelspiel, bei dem so alle Parameter stimmen. Also wenn das Orgelspiel nicht zu lange dauert und auch nicht zu kurz ist, wenn das Tempo stimmt, wenn die Lautstärke stimmt, aber wenn auch das Timing, das sogenannte Timing stimmt und man einfach mitsingen kann. Und das ist es ja auch, wenn ein Chor oder ein Kantor genau in so einem Flow singt, dann sind alle begeistert. Und wenn wir als Kirchenmusiker das dann schaffen, den Menschen, die uns zuhören oder uns selber, transzendente Momente zu schaffen in der Liturgie, aber auch im geistlichen Konzert, das ist was ganz Wunderbares. Und in einem Jahr geht es dann los. Wie werden Sie denn nun dieses Jahr mit dieser Aufgabe vor Augen angehen? Ja, zum einen werde ich auf jeden Fall meine Arbeit in Düsseldorf ganz gewissenhaft und begeistert bis zum Ende weiterführen und mich dann auch in Köln umschauen, dass ich schon mal weiß, wo ich mir vielleicht eine Wohnung suchen werde, wo es da hingehen soll, alles planen. Ich werde natürlich viele Bücher lesen. Ich werde doch bei dem ein oder anderen Knabenchor in Deutschland vorbeischauen und mir da Inspiration holen, Menschen besuchen, die alle Leute kennenzulernen am Dom, mit den Kollegen in Kontakt treten, alles vorzubereiten, dass es dann am 1. September 2025 gut losgehen kann.